So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Trails of Cold Steel. Im letzten Part sind wir ja hier in Le Grand rumgelaufen, haben uns hauptsächlich ein bisschen umgeguckt und haben auch unsere Aufgaben bekommen für den ersten Tag. Und einer davon ist es, dass wir hier in der Arset School ein bisschen beim Training helfen sollen oder, ja, gegen die Leute hier kämpfen als Training. Genau. Nicht wahr, Butler? I've been eagerly awaiting your arrival. I see you were able to begin your field study without incident. We were, thank you for your help. Incidentally, I noticed it was you yourself who placed this request for us. Indeed I did. I hope it wasn't too presumptuous of me. My request is merely this. I'd like you to engage in a training bout with the students of the Asset School. That's what it says in the request description. Genau, warum erzählst du uns das? Game. It's not often we get a training opportunity like this. But are you sure we provide enough of a challenge? Ja, klar, wir sind ziemlich krass drauf, oder nicht? Oh, I'm certain of it. By my assessment, you are all more than capable combatants. A swordsman of the famed Eight Leaves One Blade School, an adept in court fencing, even a seasoned spearman. You each seem to handle your weapons with the poise only born of many battles. The young lady included. You can tell all of that just by looking at us. But you've never seen us fighting. Be that as it may, he seems to have a pretty good idea of what we can do. It's like he can even tell that Lamy's here. Well, I've mentioned all of you before in my letters home. So I expect Claus could easily have deduced that much nonetheless. He makes a strong case for his position as acting master of the Asset School, at the very least. Haha, I'm flattered. All of those training here right now are at the beginner level. Ja, damit sollten wir doch kein Problem haben, oder? Komm schon. I believe you'll be an appropriate match for each other in terms of skill. It sounds like the kind of hands-on lessons even a Thor's education can't buy. Very well, we'd be happy to accept. You have my thanks. Zu meiner Serena, sie hat mir sowas noch nie gemacht in unserem Unterricht, in dem Practical Exam, so gegen Patrick und so. Hallo? It's alright with you. I'd like to begin right away. Ja, ich bin bereit, natürlich. But, ja, ich bin noch nicht bereit anscheinend. Doch, natürlich sind wir bereit. Los geht's. Listen up. Opponents are Lady Laura's classmates. They may be young, but don't underestimate them. I know. I'm not planning to lay down for these guys. I'm not planning on losing either. Oh, no fair, why can't I join in? It would hardly be a fair fight if you summoned your doll to battle. As a student of the school, I also have to resist the urge to join in. Being a spectator, I can still teach as much, though. Lame. Ach, pfe. So these are our opponents from the Asset School. Well, I said they are all at the beginner level, but in this school, I'm betting even the beginners are pretty skilled. Indeed, it would be unwise to underestimate their ability. We're going to need to give this all we've got, for us and for them. We can do this, we have a variety on our side. Is everyone ready? Nein, ich bin gar nicht bereit, kein bisschen. Nein, ich bin nicht bereit, wirklich nicht. Aha, aha, okay. Ich muss gar nicht kämpfen. Oh. Na dann, ich bin doch bereit, auf jeden Fall. Das Ding ist, ich habe keine Ordnance für Guys und für Users ausgerüstet gehabt. Die waren beide gerade in der Party drin, also das ging nicht. Auf keinen Fall. We did it. Phew, barely scraped out a victory there. Oh man, we lost. How shameful. Seems like we still have a long way to go after all. Yeah, we're going to have to turn our training up a few notches. Thanks for coming out and giving us a good fight. That battle made for some excellent training. You can say that again. And I learned where I could stand to brush up. Your skill in battle was befitting of the reputation of the Asset School. He's right, you all fought wonderfully. It was an excellent battle. I see you've all been diligent in your training while I've been away. Boo! Ach, halt die Fresse, Milliam. What now, Milliam? I wanna fight too! Auf damit, nein! Komm schon! Oh my.
William, don't do... Whoa. What is that? A silver doll? William. Honestly, I'm incapable of sitting quietly for just 5 minutes. But just sitting here watching you guys fight is so boring. I'm ready to jump in. Come on, you don't just want to sit on the sidelines either, right, Laura? Well, I don't suppose I can deny that. Ach, komm schon, Laura. Willst du mich verarschen? You too, huh? This does present a bit of a problem. Laura ist hier das Problem. I think having Egg at Limb takes a field might give us too much of an unfair advantage. Well, if that's the case, allow me to serve as your opponent instead. Huh? Master Kloss? Oh god. I may not be the young man I once was, but I'm still the acting master of the school and caretaker. For his lordship in his absence, I believe you'll find me a worthy opponent, even for that silver puppet. Wow! Wow. His stance leaves almost no openings. I can see that acting master isn't simply an honorary title. I see, but if Klaus is going to join the battle? I would like to as well. Ja, davon ging ich aus. Finde ich gut. Laura? Hey, Laura! I've been defeated by Klaus on more occasions than I like to count. I'd enjoy the opportunity to show him how much I've improved. Haha, as you wish then. Show me all that you've learned during your time at the Academy. Oh, this is getting exciting! Well, it seems to have escalated rather quickly. I suppose not everyone has the patience to sit on the sidelines, especially when they are itching for a good fight. Good grief, what do you think we ought to do? I don't think there's anything we can do. Masterine, I would greatly enjoy the chance to cross blades with a skilled swordsman of the Eight Leaves of One Blade School. Ja, ich will auch teilnehmen, natürlich. Leute, dann darf ich noch einen wählen? Ich weiß genau wen. Ich weiß genau wen. Emma, denn das ist meine Party, die ich mir vorher zusammengestellt habe, mit Ortmans auch. Dann ist ja alles gut, dann läuft ja alles nach Plan, auf jeden Fall. Soll er das beginnen? Natürlich nicht. Hör einfach drauf und dann stirbst du. Wahrscheinlich nicht. Alright then, beginn. Danke. Ich habe es nicht mal alles vorgelesen, kommt schon. Ich weiß, was passiert. Wir kämpfen jetzt. Show me what you can do. Ja, werden wir. Hoffentlich. Die Musik ist ziemlich sick gerade. Ah. Okay, hau drauf erstmal. Ja, du hältst einiges aus, das ist gut. Also eigentlich nicht, aber ich wollte erstmal linken. Und gucken, was du hier so einsetzen kannst jetzt. Könnte irgendwas buffen vielleicht erstmal. Ich habe so viele Sachen jetzt, ja. Ich habe mir das alles noch gar nicht so genau angeguckt hier. Eigentlich brauchst du das hauptsächlich, ne? Ja, wisst ihr was? Wisst ihr was? Guck einfach mal, was hier wie viel Schaden macht und so. Er macht ziemlich viel Schaden auf jeden Fall. Das kann ich nicht verneinen. Motivation für alle? Motivation für alle. Und William kann direkt einen kritischen Treffer landen. Einfach drauf da. Und bam, rein da. Critical. Assist. Ja, er hat viel Leben, sehr viel Leben. Macht das ein bisschen mehr, weil dagegen ist er vielleicht resistent auf jeden Fall nicht. Okay, wir müssen Memory, glaube ich, nutzen. Weil gegen physische Angriffe ist er anscheinend resistent. Das habe ich mittlerweile mal mitbekommen, ne? Das macht aber trotzdem viel Schaden, relativ vergleichsweise, ne? Das hat sie abgewehrt. Dann prinzipiell kannst du jetzt auch langsam mal draufhauen, ne? Solltest du auf jeden Fall. Bam. Bam. Generell sollte ich vielleicht mal S-Club nutzen, also zumindest die von Emma gleich mal. Weil die kann ich auf jeden Fall jetzt nutzen auf 200. Ach, Emma hat gar keine S-Club. Ja, anscheinend gibt es auch noch einen Charakter in der S-Croft, habe ich ganz vergessen. Gut, in dem Fall, never mind. Drauf da. Ich schaffe das auch ohne S-Croft, Mensch, ne? Habe ich gehört, das ist voll gut, wenn wir das können. Ich habe keine Ahnung, wie gegen. Ja, was soll das denn gerade wäre an Angriffen? Ich hau einfach alle Crofts rein, die ich so habe. Okay, du läufst hin und her, das ist gut. Mach das mal, wenn du Spaß dran hast. Ich hau einfach drauf mit Lemmy. Macht ja schon Schaden, ne? Ja. Du hingegen weiter mit starken magischen Angriffen. Here we go. Und durch anderen, ja, wie gesagt, ne? Mach ich weiter mit den ganzen anderen normalen Crofts hier. Go.
happening? Jetzt kommt ein kritischer Treffer von dir. Dog still knows a few tricks. Ist das so? Oh, no, you don't. Das ist nett von dir, aber ich glaube... das hat einiges an Schaden gemacht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie viel Schaden macht das so? Auch nicht so viel vergleichsweise, also... nicht viel mehr als die normalen Crofts, also, ja. Nett. Sehr nett. Da könntest du jetzt halt mal... Du kannst das nur mit Magie, ne, oder? Ne, Physical Immunity. Ja, trifft uns drei, aber ist egal. Immer ist sowieso relativ in Sicherheit, denken. Relativ aber auch nur, aber trotzdem. Mal testen. Einfach so. Danke dafür. Und jetzt kommt noch einmal direkt dran. Den Skill schon mal genutzt, ich weiß nicht. Doch, kommt mir bekannt vor, auf jeden Fall. Und macht einiges an Schaden, wesentlich mehr als die anderen. Und der ist wieder dran. Hätte ihn vorhin wecken sollen, ha? Emma ist doch nicht so ganz in Sicherheit vielleicht, ha? Aber das ist jetzt blöd, ne? Das ist ziemlich blöd. Armor Breaker, hätte ich die ganze Zeit schon tun können. Wenn ich so drüber nachdenke, wäre mal sinnvoll gewesen, ha? Egal. Und du auch weiterhin einfach... Stärke schon senken können damit. Was ich nicht alles machen könnte, was ich nicht tue, ne? Nicht Emma töten bitte übrigens. Schuss nicht, okay. Nur Miriam. Ja, das ist auch schade eigentlich, aber würde ich jetzt gerne töten, ohne vorher noch zu heilen. Eigentlich, muss ich zugeben. Aber es wird aber nichts. Das wird echt nichts. Wir haben keine Stärkewaffe mehr, fällt mir auf. Hä? Das schaffst du nicht mit dem einen Angriff, glaube ich. Wir könnten noch... Das hier nutzen jetzt. Ich habe gesagt, wir könnten das auch ohne Escort schaffen, ne? Könnte ich auch, aber du müsstest dich jetzt heilen, das wäre ja blöd, das wäre eine Zeitverschwendung. Weil sie natürlich damit so anrichten kann hier. Das könnte Laura jetzt schaffen. Es ist riskant. Aber ich teste es. Ist er tot? Ja, sehr schön. Hast du gehofft? Oh, wie schön. Das war so unpassend, diese Voice Line, aber ja. Ist wohl wahr, ne? Ist wohl wahr. Great. We stand victorious. Wow. Did they seriously defeat Master Claus? Ja, aber immerhin so viel, ne? I should have expected no less. It's been quite some time since I was the last bastard in combat. He doesn't even seem all that tired. I guess that's the acting mess of the asset school for you. Gracious me, what a thrilling battle. And your silver puppet was more challenging an opponent than I had anticipated, my young lady. Well, there aren't many people out there who can handle Lemmy's swings as well as you did. And the Radiant Blade Master is supposed to be on a whole different level. It sure is a big world out there. Well, that's true enough. Incidentally, Master Reen. Yes. It was an honor to see the skills of a practitioner of the Aether Leaf Swamblade style firsthand. However, I couldn't help but sense you holding something back, wavering with a clear intent, if just for a moment. Ja, wir haben da so eine andere Form, wo wir so weiße Haare haben, so wie du. Aber die ist gefährlich oder so, habe ich das Gefühl. Holding something back? I thought so. I apologize if I said something impertinent. You don't need to pay any mind to the ramblings of a foolish old man. No, I appreciate your saying so. I'll take it to heart. Huh? I don't get it. But anyway, I guess it means we've got this request all wrapped up, right? Certainly. Thanks to your assistance, this was a most fulfilling training session for everyone. Just being able to watch such an amazing fight, it got me all fired up. We're immensely grateful for all you've done for us. Not at all. It was all honor. When we meet again, I'd enjoy the opportunity to have a training bout with you myself. It would be a pleasure. We'll be sure to train to the fullest extent of our abilities in the meantime. You won't be disappointed. Haha, it's only been a few short months, but your growth has been considerable. I'm certain you have your fellow classmates at the academy to thank for that. When I see how well you fight together, I'm filled with the deepest of admiration. Haha, I agree. I think that's the reason I've been able to grow like I have. Even taking on this request has helped teach and strengthen me as well. Laura. The day will eventually come when you'll be able to best me in single combat.
Sooner than you think at that. And you can be sure I will continue devoting myself to training, pursuing that goal. I'm very much looking forward to it. Wish you all the best when with your field study here in LeGram. May it be a rewarding and fulfilling experience. As butler to the Asset household, I'll be praying for your success. Thank you very much. Vielen Dank dafür. War auf jeden Fall sehr machbar, der Kampf. Und wir haben ein neues Augment-Dings bekommen. Und? Was? Ihre Escort wurde verstärkt. So, das geht auch. Oh Gott. Ich meine, die war schon ziemlich stark. Und jetzt ist sie noch stärker. Oh Gott. Dann können wir die Bosskämpfe ja noch leichter damit kurz zu Ende bringen. Ja, meinetwegen. Ich beschwere mich mal lieber nicht, ne? Stattdessen gucke ich mal eben ein, an, was ich bekommen habe. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen was hier geändert. Eine Menge eigentlich sogar. Was habe ich denn nochmal bekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie sowas in dieser Farbe, ne? Quillen. Textcrafts-Kos. Aha. Und Stärke plus 30. Das muss auf jeden Fall Laura bekommen. Da kriegst du das hier stattdessen. Nett, nett. Sehr nett sogar. Finde ich cool. Dann würde ich sagen, damit brechen wir auf zur nächsten Request. Wir können die hier noch annehmen. Und außerdem gibt es ja noch die Monster Request, die wir sowieso schon angenommen haben. Und die sind ja beide auf dem Highway, deswegen können wir das dann beides in einem, denke ich mal, machen gleich. Welcome everyone, I hope today is treating you well. If you need any armaments or have any augment related questions during your stay, you just come straight to me, natürlich. Your service is invaluable as always. Haha, it's an honor to hear you say that. That reminds me, I've heard that you guys will be the ones taking on the request I sent into Tovel. That's right. You wanted us to do something with the road lamps, right? Could we ask you for some further information about how to do that? Of course. It can take quite a while though, are you sure you have the time to do it? Oh, oh, klar. Yeah, that shouldn't be an issue. Just explain what you need us to do. Alright. I'm going to presume you all know what a road lamp is at this point. Ja, wissen wir tatsächlich schon. You probably also know that they require regular maintenance in order to function as they should. Ja, das haben wir gelernt im ersten Kapitel schon. Und moisture from the fog causes their circuits to short more frequently. Aha! Okay. All of the lamps close to town are in need of some maintenance work. Ach, so ein Scheiß aber auch. That's correct. To be a bit more specific, I'd like you to replace their augment lights. That does seem like a long, troublesome task, the kind I'd normally pay someone else to do. Ja, richtig. The old lamps serve as a safety measure for travelers along the highway though, so this is important. Sounds about as much fun as picking a lint out of my belly button, but oh well, nothing we can do about it. This does seem like something Tovel would usually handle himself though. He'd probably laugh at us if a group of promising students weren't able to change a few lights, I'll bet. It really takes me back to our field study in Celtic though, oh yeah. That's right, we had to do something like this back then. I suppose every town needs working road lamps, oh yeah, definitiv. So they're practically pros already then. Hardly, I finally managed to block off any memories of our group's first field study. Du warst doch gar nicht dabei. Oder? Warte mal. Nein, du warst da gar nicht dabei, warum fühlst du dich angesprochen? Fair you guys, stop remembering stuff that I wasn't here for. That's what you get, showing up late to the party. Anyway, I assume the road lamps here also need a code to open their maintenance panels. Not quite, the lamps here in LeGram use a key for access instead. Oh, das ist viel weniger anstrengend auf jeden Fall. Yeah, I'm kinda glad I don't need to remember a code this time. Oh yeah, definitiv. Ich habe ja beim letzten Mal auch einfach ins Video nochmal reingeguckt. Und die Lampen. 14 Stück, willst du... Ja, okay. Huiuiuiui, das wird Spaß machen. Aha. Buchstaben und Zahlen. That's there. Each one matches up with the road lamp. It should be used then. Okay. Na, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Wir kriegen das hin. Ja, ja, scheiß drauf. Wir gehen jetzt einfach wieder damit. Oh Gott. Oh Gott, was verkaufst du hier? General Goods. Okay, cool. Kaufe ich gerade noch nicht, aber irgendwann mal. Dann würde ich sagen, auf den Highway, ha? It looks like the fog's just as thick out on the highway as it is in town.
does go a long way toward keeping the temperature down, but it certainly doesn't help the visibility. True, even we locals lose our sense of direction out in the highway sometimes. But ever since they built the railway through here, there haven't been nearly as many people traveling this route. We need to pay extra attention to our surroundings to make sure that we don't become lost. That would be wise, and don't forget there's no telling when some beast may try to jump out at us. Well, what are we waiting for? Let's go! Natürlich, richtig. Dann mal sehen, das ist keine Lampe. Wie sehen die Lampen nochmal aus? Ich glaube ein bisschen größer, ne? Wie groß ist das Gebiet überhaupt? Okay, sind sowieso alle markiert. Und es sind auf jeden Fall mehrere Gebiete, die wir ablaufen müssen. Der Gegner, den wir besiegen wollen, ist auch nicht hier in der Nähe auf jeden Fall. Dann machen wir das mal. Und die kaputte Lampe bekommen wir auch. Alright, that's one lamp exchanged. It doesn't seem so bad. I don't suppose so. We just need to repeat this for the other 13 lamps on the highway. Huh, the work itself seems simple at least. Perhaps we should each take turns doing it then. That sounds fair. It's only right to share the workload. Hey, I call the next one! You're welcome to do it. Ich hoffe, es kommt nicht jedes Mal ein Dialog oder so. Wenn wir Lampenaustausch mal eben. It feels almost magical. Ja, es ist sehr hübsch hier. I know. Like if you just wait long enough, das haben wir schon gehabt. Das ist schon mal gesagt, Emma. Genau denselben Dialog hatten wir schon, wirklich. Auf der Zugfahrt. Aber es kommt jedes Mal echt so ein Fade-in und Fade-out. Andersrum, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist so unnötig, aber okay. Das ist eine Truhe, denke ich mal. Nein, echt nicht. Aber ein fliegender Pilz. Cool. Ich ignoriere trotzdem gerade mal die Gegner. Damit ihr mir dann wieder vorwerfen könnt, dass ich an allen Gegnern vorbeirenne und deswegen unterlevelt bin. Aber momentan bin ich stark genug. Ich habe das echt... Ja, das wollte ich tun. Definitiv wollte ich das tun. Momentan habe ich das Level also echt nicht nötig. Erstmal. Vielleicht entscheide ich mich da nochmal um, sobald ich gleich gegen den stärkeren Gegner gekämpft habe und ich dagegen vollkommen verkackt habe. Aber solange ich keine Probleme habe, brauche ich gerade echt nicht unbedingt gegen alle Gegner kämpfen. What a large monster. We'll need to be careful. Ja, vor allem weil ein Truhe hinter ist, das ist das Problem. Deswegen will ich den echt gerade besiegen, mal hierher kommen. Fall um! Fall um! Ich weiß, dass es nicht so funktioniert, das ist mir egal. Yay, Treasure! Yay, Treasure! Woo! Fuck, egal. Trotzdem Double Advantage oder so zumindest, bitte. Nein, gar nicht, oh Gott. Ist sogar zuerst dran. Und Reen, der große Beschützer in der Not. Ah, ich würde jetzt gerne eigentlich motivieren, aber wir greifen wohl erstmal an, weil wir gerade Kritiker haben, ne? Und der Rush. So stark ist er auch gar nicht, wenn ich ihn eben gerade sehe. Das sollte machbar sein, sehr machbar. Okay, es sollte sehr, sehr machbar sein. Ich muss euch eine Mühe geben gerade. Und deswegen muss ich gar nicht leveln. Was? Ich habe mich gar nicht gesehen. Süß. Oh Mann. Ach egal, komm. Ich weiß, ich kriege keinen Bonus mehr für kein einziges Mal getroffen, aber... Oh doch. Krieg ich sogar. Unscaved kriege ich sogar noch. Danke, Million, dass du... So leicht die erste Angriff verboxt immer. Das war echt leicht. Sehr leicht. Ich muss echt nicht leveln. Definitiv nicht muss ich das. So, hier, ich wollte die Truhe erstmal mitnehmen. Ich weiß, Miriam, du freust dich. Burn! Ja, brauche ich glaube ich gerade erstmal nicht. Auf jeden Fall nicht. Ist nicht mal ein spezieller Quarz, der voll krass ist und so. Die muss ich dann doch mittlerweile eher weniger nutzen. Ich habe mittlerweile so viele gute. So, dann auf zum nächsten Highway. Das war ja auch jetzt nicht allzu weit, der Weg. Ah, das ist schon etwas größer hier. Aber immer noch nicht der Boss. Der ist immer noch nicht hier. Sind da links auch noch welche oder nur rechts? Okay, nur rechts. Dann gehen wir auch nur rechts rum, würde ich sagen. Mein Gott, warum kommt immer dieses Fade Out? Das ist so unnötig. Ich kann mich darüber aufregen, aber tue ich auch. Ja. That's the Ebel Branch Line, the same line we traveled here on. Richtig, dachte ich mir fast. Wäre auch seltsam gewesen, wenn nicht. So weit von der Stadt sind wir ja nicht weg, ne? Und so viele Schienen in verschiedene Richtungen gibt es ja, glaube ich, von hier aus nicht erstmal. Ah, that seems to be all that's necessary. Was? Echt? Well done, Laura. That makes several lamps done, I think. We're finally halfway done. Ach so. Seven down, seven to go. Yeah, let's get those last seven done. Ich verstehe nicht, was die mir gerade sagen wollten, aber meinetwegen, klar. So, die Hälfte fertig, das stimmt schon. Und mehr davon. So eine gute Quest, die mein Leben bereichert. Das glaubt ihr gar nicht.
Warum kann ich nicht einfach von Lampe zu Lampe rauf und kurz X klicken? Oder weiterlaufen? Nein! Das wäre zu simpel. Natürlich, es würde keinen Sinn ergeben. Wäre voll unrealistisch und so. Aber ist mir doch egal. Wirklich. So, nächste Lampe bitte. Das waren jetzt langsam alle mal in dem Gebiet hier, oder? Ich glaube schon, oder nicht? Ich weiß es nicht eigentlich. Eigentlich habe ich keine Ahnung, ganz ehrlich gesagt. Ne, es kommen noch 3, 4 Stück sogar. Oh Gott. Ist da noch, ja, außer ein Gegner halt. Ist da sonst noch irgendwas? Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ja, es sieht gefährlich aus, aber das heißt nicht, dass es das ist auf jeden Fall. Das letzte Monster sah auch schon gefährlich aus und war es nicht. Egal, ich lass dich mal da stehen. Lass dich friedlich am Leben. Du greifst mich ja auch nicht an oder möchte dich auch nicht belästigen in deinem Leben. Würde ich mal sagen, hä? Sonst ist so gerade nichts. Nö, nur noch ein Gegner. Es kann sein, dass ich einige Truhen verpasse, aber... Ja, was soll's, ne? Was soll's. Ich werde schon nochmal langlaufen müssen, da bin ich mir zu 10% sicher. Eigentlich keine Ahnung. Ach nee, hier ist schon der Boss, oder was? Du bist der Boss. Ah. Okay, ich gehe aber erstmal noch weiter. Ich mache erstmal das Zeug mit den Lampen, weil sonst habe ich alle Hauptrequests abgeschlossen. Und weiß, ob es dann vielleicht direkt weitergeht, nicht wahr? Ich glaube eigentlich nicht, aber es könnte sein. That's the last of them. 14 lamps. That's a good day's work. So we should be better light now. Though it's difficult to tell with all this fog. At least the residents of Le Gram should be safer as they travel the highway now. Now that we finished up, we should report back. Ja, machen wir. Aber noch nicht jetzt. Was ist hier noch? Kann ich da schon hin? Nein, anscheinend nicht, okay. Dann werden wir hier wohl definitiv nochmal hingehen, oder? Nee, doch nicht. Die haben gerade gesagt, das führt irgendwo anders hin. Dann werden wir da wohl doch nicht weitergehen. Niemals. Ich weiß, das ist ein Boss. Danke. Wir töten dich. Ist die Party noch richtig bestimmt, ne? Ja, natürlich. Warum sollte sie getauscht worden sein? Ich weiß es nicht. Ich kann ja eh nicht von hinten anschleichen bei Bossen. Gut, mal sehen, was du drauf hast. Vielleicht ein bisschen mehr als der letzte starke Gegner. Du meinst, du hast auch 2 davon direkt. Würde ich sagen, motivieren. Und dann geht's los direkt. Fangen wir erstmal langsam an mit einem Armor Break hier. Auf da. Bam. Bam. Yes, sir. Und du kannst nicht so viel, ha? Es geht auf dich, ja, das bringt nicht so viel dann. Und bam, drauf da. Okay. Und du kannst gucken, wo gegen die anfließen zum Beispiel erstmal. Gegen Wasser und ein bisschen gegen das grüne Zeug. Boah, das gibt nur einen, egal. Passt schon. Jetzt seid ihr beide dran, mal sehen, was ihr drauf habt. Ah, super, das ist nicht so geil, muss ich zugeben. Das ist echt nicht so geil. Ich will gerade gerne Laura wieder aufwecken, aber ich glaube, es wird gerade nichts erstmal. Weil du hast auch Zero Arts und du hast keine Arts mehr, die ich nutzen könnte. Ja. Reset is down, Resource 5 CP. Woher kommt das? Reset is down will ich ja gar nicht, das ist ja statt des Effekt. Ja, dann interessiert es mich eigentlich nicht, ne? Ganz ehrlich gesagt, könntest du gerade echt nicht viel machen mit deinem Zero Art. Dann wecken wir lieber mal wieder Laura auf. Mit. Gute Frage. Faint, da. Guten Morgen! You have my thanks. My turn. Und du kannst direkt weitermachen mit. Weiß ich noch nicht. Das trifft beide. Dann drauf da direkt. Ja, die halten auf jeden Fall einiges mehr aus. Einiges. Können sie dann beide direkt nacheinander dran, bitte niemanden umhauen. Wäre ganz nett. Ach, ja, natürlich Laura, warum auch nicht? Hat es ja gelohnt, sie wieder aufzuwecken auf jeden Fall. Was habe ich denn noch hier so Schönes? Nichts Schönes eigentlich, zugegebenermaßen. Aber hier auf jeden Fall einiges. Dann trifft es sogar beide. Warum habe ich das nicht vorher genutzt? Ich weiß es nicht. Ich würde gerade gerne sowohl Laura eigentlich heilen, als auch wieder aufheben erstmal, ne? Egal, erstmal nur heilen, sonst stirbt sie gleich. Das wäre wichtiger, glaube ich. Also, dass sie nicht stirbt. Nicht, dass sie stirbt, wäre wichtiger. Ja, und du liegst weiter rum. Wie schön. Wenn ich doch nur ein Accessoire ausgerüstet hätte, was dagegen... Ja, schützt. Davor schützt. Mann.
Das ist kacke. Das ist sehr kacke alles. Ich muss dich weiter heilen eigentlich. Und ich habe jetzt noch wieder aufstehen lassen. Aber du wirst wahrscheinlich eh wieder umgehauen direkt. Also mach ich einfach mal weiter direkt. Als wäre nichts gewesen. Du kannst gerade unser Tank sein da vorne. Du bist eh als Einziger geschlagen gerade. Und dann mal gucken, ob ich damit ein bisschen was anfangen kann hier. Verlangsamt den einen auf jeden Fall. Sehr schön. Er ist auch blind. Trifft aber trotzdem netterweise. Du blockst den Angriff, das ist auch nett. Eigentlich könnte Million mal. Ich glaube, das mache ich jetzt gleich. Das wäre mal sehr sinnvoll. Das wäre mal ein sehr sinnvoller Schritt in Richtung. Richtige Richtung. Genau in die Richtung. Erstmal Laura aufwecken. Dann kann sie sofort auch angreifen. Das ist sehr nett. Wir sind ja alle direkt auf einem Viereck. Das ist eigentlich scheiße, aber mir egal. Brilliant Spin! Macht immer noch ziemlich viel Schaden, vergleichsweise. Und du könntest jetzt endlich mal das hier nutzen. Nee, warte mal, Magic Reflect will ich nicht. Physical Immunity. Gegen einen Angriff. Gerne. Ja, davor greift noch einer an, aber was soll's. Sollte reichen trotzdem. Hoffentlich. Ach nee, die sind auch beide gerade bewusstlos. Ja dann, sowieso scheißegal. Und sogar kritisch. Einmal bitte assisten. Macht immer ein bisschen Schaden. Und jetzt haben wir physische Immunität außer Rin, weil Rin ist abgehauen. Ich bin ein Profi, holy shit. Warum bin ich immer geflüchtet? Ich weiß es nicht. Das war echt nicht clever. Auch echt nicht geplant. Warte mal, wen habe ich gerade? Ich habe immer. Habe ich ja nicht aufgepasst gerade. So, dann damit bitte einmal. Und natürlich wird Rin angegriffen. Ist ja klar, ne? Warum auch jemand anderes? Wäre ja seltsam, ne? Aber der eine ist gleich weg. Also komm, das kriegst du jetzt auch noch hin. Hoffe ich mal. So, wieder zurück dahin. Bam. Und du kannst Brilliant Spin weiter nutzen. Stehst du gerade? Warum bist du jetzt einmal im Kreis gelaufen? Ich weiß es nicht. Egal, mach einfach, wenn du willst. Das wird geblockt. Vielen Dank, Miriam. Ja, ansonsten denke ich, müssen wir uns gar nicht mehr so viel Mühe jetzt geben. Einfach nur drauf da. Könnte nur Mühe geben, ja. Aber wofür gerade? Ich weiß es nicht so wirklich. Du kannst auch noch das jetzt nutzen. Obwohl, ich wollte das eigentlich nur nutzen, weil ich dachte, weil das andere eine AOE war und deswegen so viel kostet hat, aber an sich war das jetzt auch eine AOE quasi. Ach man. Naja, dann weiter drauf mit dem da. Und der ist sogar wieder auf dem Boden. Greift also nicht an diesmal. Gut, das war's dann jetzt aber, komm. Einmal noch drauf da. Und du bist tot. Oh, hätte ich besser machen können, ne? Hätte ich viel besser machen können, aber... Wir haben es alle überlebt. Wir haben es alle überlebt. Aegis Reach Level 4. Adamantine Schild. Aha, aha, aha. Cool. Sehr cool. Making progress. Das ist auf jeden Fall nett. Ich mag diese Immunität für einen einzelnen Angriff, weil es nämlich gerne tatsächlich... Vor allem, wenn man es als AOE nutzen kann... Well, that takes care of that. Huh, not bad for your first monster extermination. Haha, I guess we shouldn't have expected any less. The tough part was actually getting to the monster this time, though. True, this mist doesn't make for the smoothest of navigation. If the air was a bit clearer today, we might have been able to explore a few other roads through the area. But for now, we'd be wise to return to Legram and give our report. Yeah, let's get back to town. Definitiv. Laufen wir mal zurück und geben die beiden Quests ab. Ich habe eigentlich keine Cutscene erwartet. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Zeichen. Oh, looks like it's almost evening already. The sunset sky makes for a very picturesque view, don't you think? It seems that the mist has cleared somewhat too. I would venture a guess that tomorrow will be a clear sunny day. Ooh, nett. Anyway, we finished up all the main tests. Ja, natürlich. Machen wir. Aber dann haben wir morgen nochmal einen ganz anderen Blick auf die Stadt, ne? Mit weniger Nebel und viel Sonne. Sehr nett. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und die Stadt ist ja so schon sehr hübsch auf jeden Fall. Gut, wir geben erstmal die optionale ab, natürlich. Wäre auch dumm, wenn nicht. Wahrscheinlich. Thank you very much for your help. Well, that highway is always a boon to travelers. You needn't thank us, we were glad to offer our assistance. Haha, I'm glad we were able to shed a light on things. P
People will be better off for it. That's what matters to me. Oh yeah, I should return to these. Und die ganzen kaputten Lampen, genau. Well then, a good effort deserves a good reward. Rah, crystal flood, okay. You know, this has kind of been bugging me the whole time, but isn't it a little weird that Sony went out all at the same time? Does that happen a lot? Actually, no, it's a rather impressive coincidence. Now that you mention it, ist es wirklich ein Zufall, ist die Frage. Especially considering each light was last replaced at a different time. You said Torvald's the one who normally handles replacing them, right? I wonder if he accidentally did something to cause this then. Perhaps he wanted us to experience the realities of the Bracer's lifestyle, oh bestimmt. That's really stretching it. Indeed, I'm certain a man like him would never do something so pointless. Ja, er ist ja nicht Sarah, nicht wahr? Considering how cunning he already proved himself to be back in Bereahard, it's not impossible. We're probably just overthinking things, though. At least I hope we are. Das hoffe ich auch. Das wäre eine ziemliche Zeitverschwendung von Quest gewesen, auf jeden Fall. Wobei, ich meine, es hat ja nicht viel länger gedauert. Es hat nur den linken Weg ein bisschen verlängert, weil wir sind ja eh dahin gelaufen. Sollen wir mal eben gucken, ob ich das dagegen ersetzen möchte, vielleicht zum Beispiel. Blau, blau, blau. Ist viel weiter oben. Verdammt nochmal. Crystal Flood. Creates a glistening river of ice. Ja gut, ist nichts für dich anscheinend. Aber vielleicht für immer. Mal sehen. Überlege ich mir. Und Burn wahrscheinlich, ja, das dachte ich mir, dass es genau das macht. 10% Chance zu verbrennen. Ich würde aber sagen, die Hauptrequest geben wir beim nächsten Mal ab. Dann könnte es eventuell weitergehen, das will ich gerade in diesem Part nicht mehr. Daher hoffe ich, dass es euch halbwegs gefallen hat. Wie immer, lasst einen Kommentar da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.